Hallo meine Lieben! Heute geht es weiter mit einer Spielidee, welche sich auf das Thema Kinderkriegen bezieht. Ich zeige euch heute, wie ihr als Leihmutter spielen und auch eine solche im Spiel nutzen könnt. Los geht's! Die Vorbereitungen. Um diese Idee umzusetzen, bedarf es keiner besonderen Vorbereitung. Man braucht nur einen Sim, der schwanger werden kann. So wird gespielt. Wie ihr wisst, spiele ich gerne Sims, die in harmonischen Beziehungen leben. Sie gründen eine Familie und haben nicht selten dabei 3 bis 5 Kinder. Das ist auch gut und schön, nur wenn ich nicht eingreife, sehen die Kinder oft sehr ähnlich aus. Ich persönlich finde es aber viel besser, mit Sims-Kindern zu spielen, die sich deutlich voneinander unterscheiden. Was also tun? Man kann die Mutter natürlich eine Affäre haben lassen, nur das passt ja eigentlich nicht, wenn man heile Welt spielen will. Für dieses Szenario habe ich mir eine Alternative überlegt. Wir werden uns eine Leihmutter zu Hilfe holen. Und das machen wir folgendermaßen. Wir suchen einen Sim, der schwanger werden kann und im besten Fall auch ansprechend aussieht. Der Mann baut nun eine Beziehung zu der künftigen Leihmutter auf, bis es ihm möglich ist, ein Kind mit ihr zu zeugen. Es muss unbedingt darauf geachtet werden, dass die Ehefrau nichts davon mitbekommt, damit es kein Eifersuchtsdrama gibt. Sobald die Leihmutter in spe schwanger ist, sorgt der Ehemann dafür, dass die Beziehung zwischen den beiden nur auf freundschaftlicher Basis bestehen bleibt. Dies kann man einfach erreichen, indem man die freundliche Interaktion »Bitten nur Freunde zu sein« ausführt. Der Romantikbalken geht somit zurück auf Null und jetzt warten wir nur noch darauf, dass das Kind geboren wird. Sobald dies geschehen ist, gibt uns die Leihmutter Bescheid und wir können das Kind über Haushalte aufteilen unserem aktiven Haushalt hinzufügen. Für das Austragen des Kindes können wir der Leihmutter zum Beispiel 1000 Simoleons oder auch einen höheren Betrag wie 10.000 Simoleons geben, den man im Austausch für das Kind zahlt. Was im echten Leben etwas strange wäre und ich glaube auch in Deutschland verboten, beschert uns im Spiel ein weiteres Sparziel, auf das wir hinarbeiten können. Über Haushalte verwalten können wir mit Hilfe des Stiftsymbols den Haushalt bearbeiten und so, wenn wir wollen, auch den Namen des Kindes ändern, sobald dies ein Kleinkind geworden ist. Das Ganze lässt sich aber auch andersherum spielen. Wir könnten nämlich eine junge Simfrau spielen, die es sich zum Job oder Nebenjob macht, den Kinderwunsch anderer Sims zu erfüllen. Sie könnte erwachsene Ehepaare wie die Landgrabs oder die Grusels treffen und sich mit ihnen anfreunden. Wenn dies geklappt hat, wird diskret eine Beziehung zum Mann aufgebaut, damit ein Baby gezeugt werden kann. Unser Sim trägt das Kind für die Familie aus und bekommt dafür die 1000 bis 10.000 Simoleons. Das könnte man ja auch davon abhängig machen, wie gut situiert das Paar mit Kinderwunsch ist. Das Kind könnte vielleicht auch erst seine neue Familie kennenlernen, wenn es ein Kleinkind oder ein Kind geworden ist. Dann würde unsere hilfsbereite Leihmutter auch noch den anstrengenden Erziehungspart übernehmen und könnte dafür noch etwas mehr Geld erhalten. Ich finde beide Möglichkeiten spannend. Denn hieraus könnten sich auch interessante Geschichten ergeben. Vielleicht möchte eine Leihmutter ihr Kind irgendwann zurück oder nimmt den Platz der Ehefrau ein. Oder aber man spielt die Leihmutter und behält die Kinder, bis sie fast das Kleinkindalter abgeschlossen haben. Dann könnte man für mehrere Kinder bezahlt werden und auch für die Erziehungsarbeit. Was haltet ihr davon? Ich find's toll, dass kein Ehepartner zum bösen Betrüger gemacht werden muss, damit man ein Kind erhält, das etwas anders aussieht. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn es Themen gibt, die euch noch so interessieren und zu denen ihr euch Videos wünscht. Bis hoffentlich ganz bald, eure Marisa.